Was ist da los an den Märkten? Können die Bullen den Hals nicht voll bekommen? Tatsächlich, der DAX tapfer auf dem Weg nach oben. Aber was ist passiert? Um 60, 70 Punkte bricht das Ding mal schnell wieder ein. Also wir sehen, wie nervös der Markt aktuell ist. Da ist nichts wirklich mit Sicherheit aktuell unterwegs. Aber man kann schon sehen, insgesamt schon eher die bullische Seite, die da obsiegt. Aber trotz alledem vorsichtig sein. Es kann schnell auch mal ein Schuss nach hinten losgehen. Und das haben wir eben gerade gesehen. Nicht ganz so dramatisch bei den amerikanischen Märkten. Da ist es wesentlich weniger auffällig, ein Rücksetzer dort. Ja, da muss man schon fast die Punkte einzeln zählen, wenn man sie sehen will. Aber trotz alledem, Rücksetzer sind dort auch erlaubt. Der DAX da deutlich volatiler. Das mag auch daran liegen, dass ja heute die EZB-Entscheidung noch ansteht. Wobei, wenn man ehrlich ist, natürlich die Zinsentscheidung nicht relevant ist, sondern eigentlich eher die Pressekonferenz um 14.30 Uhr. Also da können und müssen wir damit rechnen, dass da vielleicht ein bisschen Input kommt. Und weil die Welt ja alles ganz neu ist mit Lagarde, kann es sein, dass wir hier vielleicht einen neuen Input auch nochmal kriegen. Ich weiß es nicht. Wir haben ganz viele Inputs, die wir aktuell zu erwarten haben von UK wegen der Brexit-Geschichte. Wir haben ja die Meinungen, die hin und her tendieren, noch in der Zollfrage. Also da ist die Trump-Situation ja ebenfalls noch nicht gelöst. Und das führt eben dazu, dass der Markt sehr, sehr shaky ist, wie man so schön sagt, wackelig und wenig verlässlich. Dementsprechend ist es wichtig, hier mit den Stops ordentlich umzugehen, auf jeden Fall einen zu platzieren, sich nicht hier zu weit aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, hey, ich weiß, was passiert, sondern im Zweifelsfall einfach Spielball zu sein oder zu akzeptieren, Spielball zu sein und dann dementsprechend einzelne Bewegungen mitzunehmen. Das könnte zum Beispiel bei Gold aktuell ganz interessant sein, denn der Goldkurs, der ist ja einigermaßen zügig jetzt wieder nach oben gegangen und wir sehen, dass wir im Viertelstundenchart beispielsweise, Stunde ist es ebenfalls zu sehen, so ein bisschen wackelig runterkommen und da ein Zwischenhoch für einen Einstieg ohne weiteres nutzen könnten. Also da ist sicherlich ein bisschen Musik noch drin und die Chance, dass man daraus was machen kann. Wie geht man mit sowas um? Naja, man müsste einfach sich triggern lassen und dann mit einem Trailing Stop agieren, denn das Problem ist, dass wir hier schon in der Fortsetzung der Bewegung sind. Das heißt, wir haben nicht wirklich einen Plan, wie weit es noch sich nach oben fortsetzen kann. Aber wir haben gelernt, im Moment geht alles, nichts muss. Dementsprechend, wenn man mal auf einen Zug aufspringen kann und den Stop hinterherzieht, dann hat man unter Umständen die Chance, einen richtig tollen Spaß noch mitzuerleben. Also das auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten. Ähnlich vielleicht das Bild im Moment beim Euro, der ist ebenfalls relativ zügig auf dem Weg nach oben. Hat jetzt so ein bisschen hin und her, A, B, C runter, hat so ein bisschen Bullenflaggencharakter. Allerdings für mich kein so ein schönen Einstiegstrigger, deshalb sind da Sie gefragt, mal drauf zu gucken, ob Sie da einen Trigger auf der Unterseite vielleicht finden. Vielleicht ein Candlestick-Pattern, vielleicht einen Oszillator, der da helfen kann. Trotz alledem aber die aktuelle Richtung sicherlich eher noch bullisch dominiert und nicht so sehr auf der Abwärtsseite was zu finden. Ansonsten kann man eigentlich nur raten, aktuell durchaus mal einen Einstieg zu wagen, allerdings mit Trailing Stop zu operieren. Wenn es dann läuft, hat man die Chance, dass es relativ leicht und weit läuft. Wer auf Sicherheit geht, der sollte die Bälle eher flach halten, sagen, okay, ich mache mal nicht so viel oder gar nichts. Denn wenn man ehrlich ist, die Bilder sind so undeutlich, auch in den großen Indizes, dass man sagen muss, wer saubere Chartverläufe haben will, wer perfekte oder typische Chartverläufe braucht und sucht, der ist im Moment nicht wirklich gut bedient und sollte dementsprechend die Füße ein bisschen ruhig halten und einmal abwarten, was da passiert. In diesem Sinne drücke ich die Daumen, dass das für Sie auf der richtigen Seite ist. Wenn Sie sagen, ich will noch mehr, dann gucken Sie sich natürlich den Trade des Tages an oder aber auch schauen Sie sich mal an, es ist mit Sicherheit auch verlinkt hier, der Born for Trading, da haben wir viele, viele zusätzliche Informationen, wie man mit solchen Situationen umgeht, teilweise Screenshots, manchmal, wie wir so schön sagen, on the fly, jetzt gerade sehe ich was, dann poste ich das dann mal schnell hoch, das, was man natürlich ganz schnell dann auf dem Handy dann mitverfolgen kann, um dann so eine Bewegung vielleicht dann auch schnell umzusetzen. Also im Zweifelsfall das mal angucken und mal ausprobieren. So, in diesem Sinne wünsche ich für heute jetzt erstmal alles Gute und sage ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.